Hört man mich noch? Okay, gut. So, dann mal herzlich willkommen hier bei Locals Live auf Twitch.tv. Ich bin der Loris. Und ich bin Lord Jaycee. Ja, und jetzt geht's hier eine Runde Hyrule Warriors auf der Switch. Dann leg mal los, Digga. Es war sehr alt, aber ich hab's mir in diesem Jahr gekauft. Ich hab schon durchgespielt und ich find's trotzdem geil. So, Legenden. So, hier hast du erstmal einen. Stell's auf den Tisch. Ja. In. Lass sie da mal machen, brauchst du nicht. In diesem Kampf kannst du noch nicht mitspielen. Das geht erst im nächsten. Eigentlich konntest du ja auch spielen, aber es gibt noch keinen Split Screen. Das weiß jetzt jeder von euch. Oh. Einer davon, sein Auge ist der Mond von einem. Von Piroma. Würde noch wissen, wer das ist. Wie die genervt haben früher. Hey, die haben mal genervt? Ja. Wie Navi in dem ersten Zelda. Nintendo 64 war das. Es gibt also ganz viele. Es gibt viele Filme. Ja, das sieht man auch schon in Zelda
spielen. Zack, Fehlgefangen, zack, Fehlgefangen. Ich hatte mal 5 Feen im einen Inventar. Dann ist das ja ein Fee. Hey, wer will das? Ach, stimmt. Ja, mit dem werden wir uns später auch. Übrigens, den kann man später auch spielen. Mein spezieller Attacke gesehen. Spiel zu Ende, sie sind tot. Alles mein. Und Ganondorf, der tritt nur gegen die Schatzkiste und mehr macht er nicht. Hey, listen!
Der Hexer. Hallo Fumpy! Ah! Jemand im Stream? Gut! Ja.
Mail-Server überlastet. Von wem? Okay. Ja, aber nicht, das kann ich nicht. Was ist das für Online-Server? Ja. Ich hoffe, man kann uns auch beide verstehen. Was heißt bitte? So, ich habe die Pedale jetzt nochmal ein bisschen runtergeregelt, das Mikrofon ein bisschen hochgeregelt, jetzt müsste es theoretisch gehen. Was heißt jetzt bitte schon bitte? Gute Frage, nächste Frage. Kann ich dich bitte töten oder was? Bitte stell mal etwas lauter. Ja, bla 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 bla. Jetzt habe ich volle Magie. Die Magie benutze ich erst beim Boss dieses Levels. Ah, die kämpft ja. Ist das jetzt besser mit dem Ton? Schreibt es in den Chat, wenn ihr uns hört. Sagt mal einfach, jo. Jetzt hört man es gut, okay. Einfach mal schön. Ja, einfach kaputt gemacht. Zelda, jetzt nach hier vorne, Quelle der Götzen. Bam. Ich stehe hier schon mal rum. Oh, da hinten ist ein Sack. Im Sack ist kein Geld, sondern Mineralien. Und diese Mineralien sind so gut. Okay, bam, kill ich den. Bomben. Wall. Einfach weggefraggelt. Keine Ahnung, warum Impa so lange brauchte. Dann ausweichen. Kill. Vor allen Dingen nach jedem Schlag steckt sich das Schwert wieder zurück. Ja, außer wenn ich Kombos mache. Hier. Jetzt erst. Bam. Und wenn ich renne, dann auch. Jetzt der Magiekreis ist da. Jetzt muss ich beten. Jetzt sieht man die 1000 Feen vom Anfang. Ich hasse diese hässlichen Fingernägel, wenn die so lang sind. Ja! Ich weiß nicht, wie Frauen darauf stehen können, ehrlich gesagt. Mal sehen. Ach, stimmt. Die ultimative Super-Gott-Bombe. Mächtiger Badaboom. Kürzer gesagt, die größte Wasserbombe. Mal sehen, wie viele Kills. 448. Das ist ja nix. Nein, Spaß. Das ist so viel wie
Womit könnte ich das messen? Moral kann ich jetzt einfach kurz verfassen. Blaues ist erhöht, rotes sinkt. Glaube ich. Weil manchmal rot und dann steht da die Moral, der keine Ahnung was sinkt. Ah, jetzt kommt der Boss. Noch so ein hässliches Vieh. König Dodongo. Helden, Speizige, Feuer. Und jetzt brauche ich nicht das Tor irgendwie öffnen. Nein, es wird mir geöffnet. Zu Ehren. Yeah, jetzt kann ich endlich durch. Ha! Gott, bist du hässlich. Und ich block dein Feuer ab mit dem schlechtesten Schild der Welt. Pokémon. Das ist meine Magie. Blablabla. Magie Spezial. 2. Die Superstarke. Toll, Pyroma ist weg. So heißt der. Ausweichen. Und jetzt Ulte. Ist irgendwie halb Corona. Es können doch nur Goronen rollen und es macht Schaden. Also, ist dieses Vieh halb böser, mutierter Gorona und halb Eidechse oder so. Echse. Exit. Bam. Und das ist stark. Mit dem Masterschwert noch stärker. Es muss in jedem Zelda-Spiel ein Masterschwert oder ein stärkeres Schwert auf jeden Fall geben. Wupp. Du hast sie erobert, ja, aber ich stehe vor dir. Kreise! Warte. Magie. Irgendwo hier war Magiefass. Ah, es war mal da. Oder? Ist es das auch gewesen? Ja, das war's auch. Ja, guck ich dann mal später, Pompi. Schick mir das am besten nochmal über Telegram. Was hat er denn gesagt? Ein Video geschickt. Bam! 1% Schaden. So einen großen Aufwand. Bam. Und jetzt eigentlich, wenn ich schnell genug bin, könnte ich ins Hauptquartier des Gegners. Bam. Und? Was ist? Hier ist keiner. Ja, weil sie jetzt im Schloss sind. Nein. Wenn man ausmacht, wenn da steht, du hast gewonnen, ist kein einziger Feind mehr da. Außer es ist ein Boss und du hast schon gewonnen. Bosse stehen da noch. Lass den doch mal den Spaß. Der könnte sich mir jetzt einfach drin und Ende. What the heck? Jetzt darfst du mitspielen. Jo. Aber noch nicht deinen Controller anmachen. Wisdom and courage. Wenn ihr es euch fragt, Mut hat Link, Kraft hat Ganon und Weisheit hat Zelda. Nur damit ihr es weißt, habe ich mal gehört. Damit ihr es wisst. Ja. Time, but in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. Und manchmal auch zwei. Es gibt immer mehrere Helden. Oder Helfer.
sealing each away to finally break the cycle of destruction. Three of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Bandschwert gleich Masterschwert. Ist eigentlich noch jemand anderes da außer Fumpy? Bis jetzt noch nicht. So, und jetzt Ritterschwert. Okay. Ich hab da mal was zum Siegelbrechen. Ja. Yay, neues Kostüm für Link. Breath of the Wild. Und für Zelda auch. Ja, ich weiß, toll. Jetzt muss ich auch noch klicken. Das sind alle Spieler. So, kann ich jetzt anschalten hier oder was? Nein. Hilf mir, Daniel. Jetzt muss ich echt ein Item nehmen, was ich nicht brauche. Aber hier kann ich was machen. Zack. Ach, ich helfe schon mal deinen Spieler. Die wirst du ja gleich spielen. Ja. Medaillenschmiede. Ja, geht sogar. Hier geht nichts, okay. Okay. Imper ist gedings. Ah. Jetzt kann ich dich einladen. Jetzt kannst du dann machen. Ich warte noch drauf, dass er angeht. Hm? Ja, der wurde synchronisiert. Was bist du jetzt so neugierig? was war es von gerade? Das hier. Brich das besiege Feinde, um die Fähigkeit zu aktivieren. 3000 Feinde muss ich killen. Das heißt eigentlich bricht das Siegel. Und Armbrüste. Die geilen. Dann gibt's noch Trainingsarmbrüste, die schießen. Bomben. Bolzen. The army of monsters had taken Hyrule Castle. Worse, after the dust had settled, Princess Zelda was nowhere to be found. Impa and Link searched the battlefield for any sign of her, but to no avail. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Farron Woods. The leader of this resistance was supposedly a young woman. Impa dared to hope that this unknown woman was Zelda. Link and Impa decided to make their way to the forest by way of the Elven Caves, a path with its own dangers. Ach, darum sind sie da hingegangen. Ich dachte, sie dachten nur, okay, müssen wir jetzt dahin. Keine Angst, wir können nicht in Lava reinspringen, würden wir auch nicht machen. Und es gibt Skelette so mal am Groß. Also was zum Fragen. Hab Bock auf Siegelbrechen. Da ist ein Vorpostenhauptmann. Oh, stimmt. Geht ja noch nicht. Ich geh mal in die andere Richtung. Oh, okay. Ich mache hier schon mal auf. Erreiche den
Hyrule Hauptmann, nur von meiner Seite aus erreichbar. Passt ja. Oh, yes. Nachtschwärmer, ja, genau so hieß er. Der ist fies, obwohl er nicht fies ist. Er ist stark, aber nicht so stark, meine ich damit. Lol, ich kann... So, oder? So. No. Lol, kämpft! Kämpft! Spaß war der aber. Zack. Melde dich. Wo ist dieser Hauptmann? Ach, Hyrule Hauptmann. Yes. Moral. Sehe ich schon steigt. Ausweichen. Ja, das mit dem Wetter ist im Moment echt so eine Sache. Ja. Ich weiß zwar nicht, was er geschrieben hat, aber Wetter ist komisch, höre ich nur und... Eiskalt, eiskalt. Ja, was ist diese Schweinerei? Schon leid. Aber hast ja recht. Lol, ich hab grad einen Gegner in den Hintergrund reingeschossen. So stark ist Link. What the heck? Was bist du? Ein Mann oder eine Maschine? Link. Und ich schamp wie ein Bär. So, ich habe den Südplatz eingenommen. Okay. Geh du zu den Dingen mit den kreisenden Blau. Und beschütze es. Keine Ahnung, was das ist. Das habe ich jetzt echt nicht gelesen. Ich glaube, das ist die Krabbelmine. Wenn das die... Ja, das ist die Krabbelmine. Hab die Festung erobert, steht da auch. Gut, dass es hier Breaking Zelda News gibt. Vorpostenhauptmann ist da. Diese Krabbelminen sehen irgendwie aus wie so Mäuschen. Das sollen ja auch explodierende Mäuschen, glaube ich, darstellen. So, oh, bist du niedlich. Darf ich den behalten? Ja, nimm ihn auch mal kurz in die Hand. Bumm! Übrigens, die Krabbelmine wird vorne angegriffen. Ich bin noch bei der Mine. Ja. Du bist da hinten. Die Krabbelmine ist schon bald beim Ziel. Ja gut, du rückst vor. Ein Soldat! Eine! Der hat schon fast aufgegeben und holt jetzt seinen Bros. Mehrfach Schwertstöße. Nachtschwärmer. Töte du den einen, ich töte den anderen. Aber in meinen Angriff. Da. Der eine ist fast tot. Der andere nicht. Ich hatte mal gelernt, zwei auf einen Schlag zu töten. Das war mal meine Quest. Keine Angst, ist erst im Abenteuermodus. Und den Abenteuermodus, das hat gar nichts mit der Legende zu tun. Wir könnten nur neue Spieler freischalten. Stand ich da nicht neben? Bumm, K.O. Hm.
Drückst du irgendwas mit mehreren? Achso, das sind wir. Ui, hier ist ein Platz. Mal sehen, was das ist. Ah. Und natürlich ist Papa nicht auf dem Bild. Das ist immer so. Weil Papa eigentlich gar nicht in der Legende ist. Linkle kommt er erst später. Ob ihr namens weiß, wie überhaupt dieser Song, den er gespielt hat, heißt? Hab jetzt erst gesehen, dass Schick einen Zopf hat. Bam! Eine Festung eingenommen, die man eigentlich gar nicht einnehmen kann. Bam! Jetzt als Schick kann man jetzt später spielen. Dann kannst du Schick spielen oder ich Schick spielen. Das wird sicher lustig, wenn wir später im Kapitel Ganondorf sind. Du wirst. Aber nicht so viel verraten jetzt, die Leute. Manche kennen das ja vielleicht noch gar nicht und wollen das. Stimmt. Wollen das sehen. Aber wahrscheinlich kennen das die meisten. Auf jeden Fall ist das eine kleine Unterhaltung, oder? Oder? Schreibt's in den Chat. Krieg mal irgendeine Taste. Und jetzt halte ich den Finger nicht mehr gedrückt. Bam! Killed. Ich verrate das meist auf jeden Fall nicht. Sag nur, Ganondorf wird stark sein. Echt. Na, davon konnte man ja ausgehen. Ja, mit zwei Breitschwertern kämpfen. Und dabei ist Piep. Spoiler-Alarm. Darum wurden diese Wörter nicht aufgenommen. Was ist denn hier der Kommandant? Gibt keinen. Noch nicht. Warte, jetzt gibt's einen Kommandant. Da ist er. I kill you. Willst du die öffnen? Okay, ich mach's. Mach das. Bumm! Oh. Ah, nach dem Kampf werde ich mich. Schön, Fabi. Solchen Verbreiter habe ich ja gern. Bam! Hab die du angreifst, gekillt. Jetzt flogen sie als Knochenzeile herum. Ah, jetzt kommen starke Feinde. Agus und Magie. Warte, ich guck mal, wer wo ist. Marschbefehl. Ich ziehe zum Beispiel hier hin. Hier hinziehen. Hier. Das geht nicht toll. Schlachtfeld. Wo ist der Markus und wo ist der Magi? Mach doch erstmal da raus, Markus, wir Markus, finden dich schon, Jonas. Es gibt zwei Markus, also. Du gehst nach oben, was nicht geht, also geh nach unten. Töte die Markus! Was sollen sie sein? Die großen Punkte. Hier und hier. Ja, ich glaube in. Ja, aber ich komme ja oben nicht rein. Ah, ich habe den Tunnelmeister. Bei dem Magus. Gut, dass es kein Magus-Veterane ist. Weil der ist genau gleich. Nur keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Magus ist. Magus und Magus-Veterane ist.
Weil der Tunnelmeister ist RIP. Obwohl er schon RIP ist. Lol, hier sind fast gar keine Feinde in diesem Gebiet. Ich komme aber da oben nicht rein. Ja, das ist ja das Dumme. Es geht. Nein. Nur durch die Festung. Die ist noch zu. Ich spring mal in eine Festung. Findest keine Gegner mehr? Sturmtruppen hinter mir? Töte die Sturmtruppen! Ja, wenn sie jetzt mal hier rauskommen würden. Aua. Da kommen sie. Und übrigens, es gibt Sturmtruppen und nachdem man die Sturmtruppen gekillt hat, kommen dann die Stoßtruppen. Yay, ich bin schick mit, was ist das eigentlich, eine Waffe? Ah, der Westplatz fällt, ich schütze den Westplatz, lalala. Sieh. Ich muss ihn retten. Ich will da irgendwie rauskommen, aber ich komme da nicht raus. Mal sehen, was kannst du? So scheiße ist das. Ah, da muss ich hin. Oh, ein Wassertornado, Wasserhose, ein Zwei und ein Meteorit. Mehr kann ich nicht. Ach, und ein Sturm. Und noch irgendwie Schall. Stopp! Oh, seid ihr schon stolz? Fragen! Ich bin da! Ich bin weg! Ich bin da! Ich bin weg! Ich bin keine Ahnung. Ich hab einen. Und ich kill einen. Hey, ich hab die Melodie Feuer. Ich bin voller Feuer. Akrofeuer. Bam. Jetzt bin ich auf Wasser. Kill. Sehen, was das kann. Aber ich will Wasser benutzen. Und nicht normal. Ich gehe jetzt zum Kristallhöhle. Ich geh zum Steinplatz. Lol, da bist du vor mir und du bist schneller als ich. Ja. Ui, die Tore sind offen. Ja, deswegen gehe ich ja gerade da. Oh, wollte ich dahin? Aber ich komme ja nicht dahin. Ich musste von unten gehen. Scheiße. Sturm, Truppenpen. Scheibenkleister, wollte ich sagen. Blitz, 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 Blitz. Ich bin in einem Blitz drinnen. Oh, jetzt nicht mehr. Mann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt mache ich Blitz. Ich bin voll auf Blitzy. Blitzy, Blitz, 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 Blitz. Bam! Du hast da noch schön geschossen. Öffne du die Tür. Kannst nur du. Steht's da drauf? Ja. Wer? Link. Toll. Jetzt muss ich als Link die Festung machen, damit ich in eine andere Festung zu einer Truhe kann. Nice. Prima gemacht, Nintendo. Naja, hatte ich schon mal erlebt. Warum ist das eigentlich so? Warum kann das nur manche Charakter öffnen? Ach so, ich weiß warum. Da drin ist wahrscheinlich ein Herzcontainer oder ein Herzteil. Was es in jedem Zelda-Spiel gibt. Dem muss, so heißt das. Ich komme. Dein Link. In der Videobeschreibung. Moin. Ja, aber, tschüss. Aber. Beschützt du die Krabbelmine? Ich
war jetzt eigentlich dabei, unten das eine Ding einzunehmen. Da oder da? Das darfst du aussuchen. Oben oder unten? Ich es darf ja keine davon unten. Kaputt gehen. Ich bin ja eh schon bei der unten. Eh nix, gar nix. Jetzt seht ihr, wie er heißt. Nochmal, weil ich es tausendmal gesagt habe. Bla 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 bla. Ah, ich öffne die Truhe. Und das ist, wie ich gesagt habe, ein Herzteil. Jetzt bekomme ich mehr Leben plus gar nichts. Stellst du schnell an die obere Krabbelmine. Ich bin doch bei der unteren, habe ich dir doch 30 Mal schon gesagt. Dann gehst du oben. Yeah, wir haben Motivation. Da ist die Krabbelmine, ich verfolge die Krabbelmine. Krabbelmine, die Angriffsmine. Oh, PSP Roma. Der nervigste von allen. Oh, wie lange muss ich denn auf diese Scheißechse einhauen hier? So lange, bis er tot ist. Und übrigens, der ist Item. Das ist ein zweiter hier. Den einen nervigen habe ich jetzt gerade endlich besiegt. Jetzt kommt ein zweiter. Links ranking. Was? Jetzt ist alles irgendwie wie in Zeitlupe bei mir. Jetzt der Feld. Toll, ich stand direkt daneben. Keine Angst, mach keinen Schaden. Jetzt schützt deine Krabbelmine. Ich finde die Roma nicht mehr. Ah, da ist. Ja. Wupp. Toll. Seine Riesenhand mal wieder. Und Piroma zu spielen ist übrigens langweilig. Jetzt liegt er auf dem Boden. Warum liegst du nur so rum? Achso, Fanschein, sagt er noch was? Nein, er geht ab. Jetzt geht's so hoch. Übrigens, da war gerade Rauch bei dir. Und nix Fallfoss. Spezial. Ach übrigens, wenn du schnell Leben brauchst, du hast einen Trank. Ich habe ihn aber nie gebraucht, weil ich eigentlich auch keinen Trank haben möchte. Geh du zum Ausgang, ich komme auch. Du bist drin, ich bin auch drin, haha. Lol. Du musst mal was trinken, Lili. Stimmt! Ich darf nicht rausgehen! Ich renn gegen eine unsichtbare Wand! Piep! Dich! So, wir haben ein Malzbier. Ich trinke ein Malzbier. La, la, la. So! Und als nächstes kommt dann eine Legende in The Legend of Zelda. Hm? Ah, den Feuerstab, der ist nice. La la la. La la. La la. Es ist gut, als Ning zu spielen mit dem Feuerstab. Du bist geil, Papa. Danke. Upsi, Spoiler, du bist mein Papa. Warum kann ich nach da hinten, um mein Bier zu trinken, obwohl hier mein Glas steht?
Los, ich muss schick sein. Hast du jetzt was für mich ausgewählt? Nein. Toll. Jetzt kommt deine Legende. Ich muss nochmal beenden, weil du nicht im Schlachtfeld bist. Ja, mach du jetzt mal eben. Ich muss nämlich nochmal eben auf 17. Dann kannst du so weitermachen und die Leute hier ein bisschen unterhalten so lange. Also, ja, aber warte, die Legende hier. Weil das sind so wichtige Sachen im Spiel. Toll, jetzt rennen meine Spieler weg, obwohl ich ausmachen muss. Schlachtenauswahl. Ja. Ach komm, machst du jetzt mich wieder rein oder was? Ja, ich mach dich rein und dann rede ich hier. Ja. Ich mach auch deine Spiele an. Ja, ich bin sofort wieder da. Haben wir gerade gehört. Dann muss man Pause machen. Und dann warten wir mal. So. Im Moment das Schlechte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, ich weiß, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Das Schicksal aller Moderatoren ab einem gewissen Punkt. Ich muss jetzt mein Controller da. Dein Pod-Controller! Also, mal eben eine. Weiß ich, den Status. Besiege Piroma. Piroma ist da. Niederlage Lana flieht oder der Dekobomb fällt. Schlacht fällt. Link. Linkle, Chic, Lana, Imper, Hyrule-Hauptmann, Hyrule-Haupt, bla 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 bla. Festungen. Einiges um erobern heute. Oh, sogar ein Schatz. Gibt's nur Gizbos? Echt? Es geht nur Piromo und Gitbo. Ja. Mein Gott. So, dann bin ich wieder, ja. Truppen des Bösen. Piroma. Gitbo.
Gibt's nur Gitbus hier oder was? Ja, nur Gitbus und den Mann. Also und wir müssen irgendwann mal Nordplatz erobern, weil da drin nämlich ein Schatz ist. Romas Festung. Heißt das nicht feindliches Hauptquartier? Ach, egal. Ja, komm. Los geht's. Lass uns ein paar Viecher erledigen. Ja. Die besten Viecher haben wir gerade schon gesehen. Sind tote Viecher. So, ich muss schick sein, weil es nämlich Gegner gibt, den ich nur ausweichen kann und es nämlich eine Heilzin gibt. Aber anscheinend... So, ich hole das nächste Item für uns. Ja. Als schick. Weißt du, was das krasse ist, wenn man so streamt und das gerade richtig Laune macht? Die Zeit düst weg, Digga. Da wäre jetzt schon 7 Uhr. Ja. Krass. LOL? Ja. Roffel, du hast LOL gesagt. LOL, du hast Roffel gesagt. Boah, dieser Feuerstab, ey. Guck mal nur auf meinen Screen. Meine Angriffe. Ich weiß, du hast den und größten. Pom! Längsten Schuss. Feuerstab. Und Feuer. Und noch ein Feuertornado. Und noch eine Feuerexplosion. Ah, 1, 2. Und noch eine Axt. 1. Und noch eine Feuerwand. 1, 2, 3. Und ein Flammenwerfer. 1, 2, 3, Flammenwerfer! Dein nein, Steka Runa, ist das nicht ein... Die Dakuras kannst du mit dem Bogen töten. Ja, yes, ein Angriff reicht. Aber ich würde nicht immer mit dem Bogen angreifen, weil das macht kaum Schaden. Und die Gitbos bekommen dafür auch manchmal Massen an Schaden! Wie kann ich denn jetzt schießen mit dem Ding? Wenn das... ZR! Ja, drücke ich ja die ganze Zeit, aber da passiert nichts. Einmal klicken. Bam. Ja, jetzt. 1, 2, 3. Bekaruna. Bekuranya. Bekaruna, dachte ich, das ist doch eine Burgerkette in Amerika, oder nicht? Lol, ich drehe mich ganz schnell und guck mal, was daraus passiert. Lol. Jetzt sind sie alle weg, ey. Ja, nee, ist klar. 1, 2, 3. Warte mal, ich muss hier noch... Was ist klar? Ich mache hier mal die nächste Pflanze fertig. Ich auch. Zack, ab. Und ich nehme die Rubine, wir nehmen die Rubine. Ich nehme den Flammenwerfer. Ich will alles. Ich will euch killen. Machst du jetzt noch eine Pflanze oder soll ich da hingehen? Ja, du kannst da hingehen, wo du willst. Ja, dann nehme ich jetzt auch noch die nächste Pflanze. Ich muss sogar. Wir beide müssen. La 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 la. Lol. Bam! Willst du mal in dein Tornado rein? Bitte nee, schön. Danke. Feuertornados. Noch mehr. Und aber jetzt sind ja alle Dinger zu. Noch mehr. Aha. Jetzt nicht mehr. Was soll ich machen? Südbaum oder Westbaum? Bin ich denn? Wo ist denn der Südbaum? Ja, einfach in einem. Geh ja, in den Baum. Ich bin im Westbaum. Ja, ich gehe nach unten, alles klar. Gitbos, wenn sie Gift spucken, ist sehr effektiv. Bogen-Item. Jetzt soll ich zum Dekobaum. Feuer! Ja, schnell zum Dekobaum, das ist unser Hauptquartier. Wo ist denn der? Mitte. Und bei mir ist Lana, die darf... Ne, bei dir ist Lana. Bei Spieler 3 ist Lana. Ja, warte, ich mach jetzt erstmal hier den Südbaum fertig. Abgekillt! Ich grill alle Gegner. Geht bloß rücken vor. Bei mir sind welche. Feuer! Lol, der flog weg, ey. Feuer, weg ist er. Noch mehr Feuer, weg ist er. Lol, jetzt wird auch noch auf mich gehustet. Oh. Und so. Übrigens, einer meiner Spezialattacken, dann schieße ich einen Triforce-Feuerball-Vieh. Oh, hier sind ganz viele Gegner. Ich sollte die mal auslöschen.
Bam, bam, bam. 1, 2, da, da, da. Oh, ich habe einen Gitbo besiegt. Ich habe mehrere gekillt. Oh, da ist ein Item für den Bogen. Das wird jetzt nice. Lichtbogen. Habe ich jetzt auch einen Lichtbogen? Nein. Warum nicht? Weil nur ich das Item eingesammelt habe. Lava. Rhabarber ist kein Barber ohne Barber mit Barber. Und jetzt schieße ich einfach mal ein Feuertornado. Kakili. Wo ist denn der nächste? Die nächsten Gitbos bei mir. Und ich kill sie. Bam, bam, bam. Schuss, mein Flammenwerfer. Was ist? Ich werde aufgehalten durch Beilen. 1, 2, 3. Mein Gott, die Speilen. Hört doch mal endlich auf. 1, 2, 3. Jetzt schießen die auch noch Gift. Und speien noch mehr rum. 1, 2, 3. Flammen. Wow. Also die sind empfindlich gegen Feuer. 1, 2, 3. Flammen. Ah, Gift. Nicht das zweite Mal treffen lassen, sonst falle ich auf den Boden. Nichts passiert. Achtung. Ich glaube, jetzt passiert die nächste Story in diesem Kampf. Das ist voll mit Story hier. Öffne die Truhe im Dekobaum. Ich glaube, es ist das, was ich denke. Ja, es ist das, was ich denke. Das muss es sein. Hier so lange zu sitzen, irgendwie wird dann mein Rücken steif. Ja, die Ocarina! Da musst du ja nächstes Mal einen Stuhl nehmen. Jetzt! Überlebst du das jetzt noch eine Stunde, oder? Das überlebe ich noch. Okay. Yay, yeah, ich habe eine Ocarina, jetzt bin ich off time! Ich sag mal, was man mit der Ocarina kann. Wurde zwar schon gezeigt, aber egal. Mal sehen, Ocarina. Achso, hab ich schon an. Ich schau jetzt einfach mal hier ab. Dann zeig. Nein, 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 das ist doch ein Dekobaum und sogar unser Hauptquartier darf nicht sterben. Wo kann ich das Feuer löschen? Na! Horror! Wahrscheinlich da oben. Da oben ist nämlich irgendwie was von der Fee. Chillax, das wird schon gehen. Und jetzt? Lol, kein Wasser zum Löschen. Jo, hier unten ist nur eine Schlucht. Ja, da kommt ja jetzt. Aber es kam noch nicht, wie viel Schaden der Dekobaum genommen hat. Bis jetzt haben wir noch gar die große Fee. Ich hoffe, alle Tore öffnen sich auch mal. Weil ich weiß nicht, wo die große Fee ist. Ich schätze mal oben. Ah, ja. Die Tore sind offen. Jetzt weiß ich auch, wo die große Fee ist. Oben, ne? Ja, da wo das X ist. Ja, ich gehe mal oben auf die andere Seite. Da sind nämlich die Gegner jetzt wieder am Start. Ah, Super Blast. Bam, ich dachte bam, zumindest, bam, ich komme dahin, aber es bam. Funktioniert nicht. Da kommen die Gitbos zu mir. Ist schön. Jetzt Triforce Feuerball. Bam, schön auf dem Boden liegend. Immer mal faul sein. Das mag doch jeder. Ich will hier... Warum ist dann... Nein, nein. Die stärkste Armee. Greife nicht Team Gelb an. Wir haben übrigens ein Mikrofon mit Verstärker. Du brauchst also nicht zu brüllen, Schatz. Team Gelb ist das Team namens das Huhn. Das Huhn. Und wenn man Zelda gespielt hat, weiß man, was davon scheinbar passieren wird. Ganz viele gemeine Gockel. Und das so lange, bis man den Kampf beendet hat. Lol. Denn
Die nimmt echt Wolken. Zack. Zack, jetzt kommt ein Blitz. Schon fällt er K.O. Meines Wissens hat der Deku warum kein Feuer kein Schaden bekommen. Auf jeden Fall, ich benutze jetzt die Ocarina. Bam. Teleportieren bitte. Zack, ich bin da. Jetzt kann ich ihn. Hier ist ein Gitbo. Ich kill den Gitbo. Geht's po. Lol, bam, bam, bam. Triforce Feuerball. Crash. Lana, du musst gewinnen für Lana. Für die verschwundene Zelderin. Dam, 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 dam. Kann ich denn jetzt auch mal meine Magie auslösen? Magie, er steht da sogar drauf. Und deine Magie übrigens kannst du jetzt schon mal A klicken, dann kommst du die Magie spezial sogar noch stärker. Oder du kannst halt länger damit kämpfen. So, Spezialattacke. Normal. Lol. Zwei Gitbos auf einem einzigen fucking Schlag. So, ich hab den Ostbaum erobert. Jetzt, ich bewege mich jetzt Richtung Nordbaum, ne? Ja, kannst du machen. Brauchst du aber nicht, wenn du nicht möchtest. Ich dachte, halt dich doch nur auf dem Laufenden. Du bist doch hier der Herr Kommandant. Ja. Der Herr Professor hier. Ich bin... Der Professor. Hi, Linklos. Oh. Manche Leute gehen echt schon ins feindliche Hauptquartier. Das würde ich denen nicht empfehlen. Die würden alle nämlich fallen und ich helfe denen nicht aus der Patsche. So ein für Kollege. Ja, die sollen das halt noch nicht, weil es hier nämlich eine Festung gibt, wo drin es einen Schatz gibt und jeder das weiß, was machen sie. Nö, ich werde jetzt einfach hier weitermachen. Haha, ich werde die Befehle ignorieren. Ungefähr das machen sie. Und sie können das auch machen. Ich werde ihn nur noch nicht unterstützen. Erst wenn ich hier fertig bin. Und wir sind fertig. So, öffne die Schatzkiste. Das darfst du. Y. Mal ja, mal nein. Was ja, mal nein. Ja, Y. Jetzt kannst du es nicht. Jetzt kannst du es. Geld, Geld. So, jetzt können wir zum feindlichen Hauptquartier. Das ist weiter oben links in der Ecke, ne? Da wo die das was manchmal eine Krone ist. Okay. Also eigentlich das da. Ja. Toll. Jetzt. Das war sein Giftgas. Und er ist tot. Darum kann er kein Giftgas mehr machen. So, ab zum feindlichen Haupt. Höchstens noch ein kleines Korönchen. So, Piroma, gegen dich kommt jetzt meine ganze. Wo bist du hin? Also, ich bin im feindlichen Hauptquartier, aber irgendwie. Fehlt es mir hier am Feind. Der Feind ist nicht da. Ja! Impa hat seine Pfeile geschossen und auf einmal. Ach so, der ist geflohen. Ich hoffe. Sie! Nein! Oder Gomma! Doch nicht sie. Das ist Gomma. Den gibt's auch in Zelda Cadence of Hyrule. Aber die werden ja immer hässlicher. Tipp! Wenn er den Strahl so macht, dann drücke B in die Richtung des Strahles, wenn er auf dich zukommt. Okay. Weil dann weichst du ihn aus. Und ja, wenn er blaue Augen hat, dann erst schießen. Und soll jetzt ausweichen.
Hey, er hatte keine blauen Augen, Betrug. Ich töte den Festungskommandanten. Wie kann ich auswählen, was für eine Waffe ich haben will? Magie-Ding. Magie? Ja, hier, Ocarina oder nicht. Das hier. Das hier. Ach, das Steuerkreuz. Dann sag doch auch Steuerkreuz. Oh, töte die Eroberer. Ich nehme ihn hier vor, der kommt später in den Dekobaum. Und lieber jetzt schon ganz viel Schaden, als erst, wenn er in unserem Hauptquartier ist. Jawohl. Die Eroberer sind die alle. Ja, ich sehe sie. Okay, den er springt hab ich jetzt schon. In den Dekobaum. Oh nein, der kommt noch hier. Jetzt springt er in den Dekobaum. In Nana rein. Nein. Springt in die anderen rein. Und Achtung, ich muss die Ocarina benutzen. Jetzt kommt der Tornado. Warum bin ich jetzt auf Wechsel? Lol. Lol, ich kann jetzt auch Linke sein. Nach oben klicken kannst du hier auswählen. Darum manchmal passiert. So, wo bin ich denn jetzt da? Ich wollte jetzt eigentlich die Eroberer. Dam, dam, dam. Oh mein Gott. Oh mein Ghost. Aua. Gut, dass ich alles ablocken kann. Oder ausweichen. Dumm. Hier ist mein Feuer. Ich habe echt viele Waffen. Aua. Bam. Nicht getroffen. Ich glaube, bald sind sie... Lol, die machen... Ah, jetzt machen sie was. Sie gehen auf den Angriff zu. Nein. Komm mal jetzt aus dem Dekobaum. Jetzt ist er woanders. Ja, Schulz von Biber. Hat er Röps geschrieben? Ja. Schulzi McBoy. Bei dir ist noch ein Eroberer. Nein, das ist kein Eroberer, das ist Gomma. Okay, die Eroberer sind dann alle weg. Wupp! Dann helfe ich dir jetzt. Gut! Er liegt gerade flach, also... 1, 2, 3... Flammenwerferbrennerei! Ach, hier ist noch eine Spezialattacke! Aua! Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Jetzt, ich hab die Spezialattacke! To go! Achtung, er startet sich an. Ne, nicht immer ballern, sonst blockt er ab und greift an. Jetzt darfst du. Ah, du machst okay. Danke. Können wir ja mal die Sachen nehmen. Das ist ja mein Ding. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr, also werde ich es wahrscheinlich morgen ausfinden. Ja, dann machst du einen Kronkorken auf, stellst es wieder in den Kühlschrank. Ich habe auch so einen Flaschenstöpsel für sowas. Mhm. Ja? Brauche ich nicht. Weil ansonsten. Also nimmst du Kronkorken. Mhm. So war es ungefähr. Ja. Aber nur ungefähr. Also jetzt, ne? Ah, du weißt. Legende. Dann lass die mal hören, in der Zeit mal. Und das Schlechte ist, wer kann das lesen? Das Silianisch. Da unten steht ja alles. Also überlaber jetzt nicht die Sprecherin. Es wird halt nur gesagt, dass es immer das gab. Through her magic, she could see across ages,
able to read the fates of all who lived, but never interfering. Da war gerade Twilight Princess ein kleines Bild. Da war Midna, da waren Schatten. Und meines Wissens ist das Toonling, glaube ich. Nein, das ist er nicht. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the gate of souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate. Den sehen wir mal. To the land of Hyrule once more. Was war das? Stahlmeister. Oh. Huh? Kürzer gesagt, ein Skelett mit 4 Armen und 4 Schwertern. Aber ist genauso stark wie, wer heißt der? Denk diesmal an mich. Okay. Uff. Tut mir leid, ich muss Linke sein. Ja, dann mach du doch Linke. Linke, hast du gesagt. Die heißt Linke. Ja, mach doch Linke. So, wer willst du sein? Oder welche willst du sein? Letztes Mal warst du Pi, vielleicht heute mal nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall darf die Person nicht böse sein. Sag dir, ob gut oder böse. Ach komm, ich nehme einfach Sheik. Okay. Der Sheikah-Krieger. Kriegerin. Stimmt, der Zopf. Sieht aus wie Mama. Die Mama am Morgen. Das könnte mein Zukunfts-Ich sein. Hm? Irgendwie halt. Mach genau das Gleiche, wenn ich aufstehe. Außer ich von mein Kopf. Pass raus, das mache ich nicht. Ich hab ja keinen. Da ist die Heldin, Link ist der Held. Ich glaube, das sind Schwestern, ich weiß es nicht. Das kann sein. Auf jeden Fall heißt unsere Armee das Huhn. Da hinten ist ein Schild, vielleicht soll sie das angucken. Also die hat einen Orientierungssinn wie ich, auf jeden Fall. Nein, wie Zorro. Und ich habe einen wie Zorro. Lauren or Zorro. LOL! Das brauchen wir nicht zu wissen. Das sollte nämlich alles Dings heißen.
So, mal meine Armbrüste checken. Armbrüste, lol. So. So, wo bin ich? Ich bin das da. Wo soll ich hin? Erstmal hier den Schlachtplan angucken. Schlachtfeld. Da bist du dann nicht. Da ist alles zu, aber man könnte. Ich könnte da durch, dann da das Ding. Hm? Also da ist auch noch alles. Im Nordplatz gibt's was. Ja, aber das, wie kommen wir denn hier? Kommen wir ja nirgendwo hin. Hä? Was bedeutet dieses Zeichen? Keine Ahnung, das ist vielleicht ein starker. Ein Kommandant. Hm? Vorpostenkommandant vielleicht. Es gibt zwei Magus. Ja, die müssen weg. Achso, wir hatten Angst. Ja gut, dann los. Warte. Hey, das wird ja noch gar nicht gezeigt. Wo ist der Boss aller Hühner? Und nein, es ist kein Gockel. Es ist das Goldhuhn. Warte. Das wollte ich mal wieder hören. 1, 2, 3. Hey, ich lade so wenig. Nicht so schnell auf. Ach so, ich muss echt. Hey, da hier ist ja das braune Huhn. Ah, wir müssen zu das Horror-Kids. Hey, das ist schick. Lol. Moin, Papa. Ja, moin. Ich dachte gerade echt, ich wusste gerade echt nicht, dass du schick warst. Das habe ich ganz vergessen. So. Brauchen niemanden zu fragen. Horror-Kids weg. Aber Horror Kids ist später mal ein spielbarer Charakter, weil nämlich das erst im Abenteuermodus ist und, da, und den Abenteuermodus noch zu zeigen, dass... Die Hühner sind jetzt unsere Armee aktuell hier. Ja. Ich hau also jetzt keine Hühner. Das macht man in einem Zelda-Spiel sowieso nicht, weil, naja, jeder, der Zelda kennt, weiß, dass das... Dann, mein Vater hat dafür ein Wort gefunden, das ist so gesehen die sogenannte stärkste Attacke der Welt, Hühnermassaker. Yep. Tausende von Hühnern kommen und alle wollen dich töten. Die fliegen gegen dich, zack, bekommst du direkt einen halben Leben weg. Und warum bist du schneller als ich? Weil ich renne. Und ich auch. Naja, ich stolper. Wer will meine Armbrüste riechen? Oh, Nachtschwärmer! 1, 2, 3. Damn! Linkle! Leute, ich wollte schon sagen, Link. Das Link hat Linkle besiegt. Das Horrorkind. Horrorkids. Horrorkids. Ich bin der Nerfinator. Yay, ich bekomme die Superbombe. Wer will an meine Bombe riechen? Oh, der Elf-Festungskommandante. Bam, schon tot. Nur zwei riesige... unhygienische Spezialbomben. Das ist jetzt hier unser Gebiet. Ja. Hey, warte. Nein, noch nicht. Hier unten sind noch welche. Aber nicht so viele. Was ist jetzt? Nix. Was war das? Keine Ahnung. Kleiner Stromausfall. Eine Sekunde lang Stromausfall. Nee. Ne, das ist eben noch nicht unser Gebiet. Jetzt ist es. Oh, nein. Die Quest, die ich am meisten hasse, die müssen wir leider machen. Oder? Ja. Es wird helfen, da wo das X ist. Das müssen wir nicht machen, aber es wäre hilfreich. Okay, dann los.
glaube ich, oder? Nein, er ist noch nicht da. Ist nur ein Herzding, hä? Ah, das Küken kommt erst. Ha, dam, dam, dam. Dafür bekommt man nämlich einen Goldschuh. Und dann bekommt man so gesehen, glaube ich, Verstärkung vom Goldschuh. Guten Abend, Alex. Mehr Leute. Ey, Alex? Alex Weimann. So, guter Stream, guter Stream. Richtige Monster sind da. Dann gibt's nur eines. Armbrüste. Exportiere das. Du machst das Küken, ne? Ja. Gut, weil ich bin jetzt ziemlich gerade. Obwohl ich glaube, ich muss nicht mehr. Ja, es ist schon das Goldhuhn. Das wohl stärkste Huhn der Welt. Jetzt auch nur mit 10% Schnaggits. Du drehst gerade völlig am Rad, kann das sein? Öffne du die Truhe, ich komme nach. Aber ich glaube, du kannst sie nicht. Haha. Nein, nur Linkle. Linkle! Linkle. Ja, muss jetzt die Truhe holen. Summe Dau. So, erstmal hier töten. Was für eine Summe Dau? Summe Dau. Die Summe am Dau. Ach so, die Summe am Dau. Ja, dann. Ja, hier. 66. So, ich gehe runter und erobere Festungen. Okay. Lala, ich muss ja nach oben noch die Truhe holen, ne? Capron! Ui, jetzt gibt's. Du darfst nicht mal arbeiten. Juhu! Was gibt's denn? Ah, Chicken Nuggets! So, für Linkle brauche ich jetzt nur noch 3 gute Döner. Dann habe ich ein Chicken Döner. Ey, da ist ein Nachtschwärmer. Wollen wir den nicht mal killen? Nachtschwärmer wurde gegrillt. Ich nehme gerade den Westbaum ein. Und ich schieße gerade auf den Nachtschwärmer. Und Spezial. Und ich hätte eigentlich noch meine Super Spezial. Super, mega, super, mega, super Spezialattacke. Dom, 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 dom. Ich bin da. Best Kills ever. Hashtag 66 Tote. Katzi. Tondose übertreibst du. Hier ist was. Da-da-da-dam. Ja, ich will mal wieder das da-da-dam-dam hören. Also erstmal hier Leute killen, dann darf ich. So, jetzt darf ich. Ah ne, ich darf noch nicht. Jetzt darf ich, glaube ich. Was ist denn jetzt die Kultur hier? Hallo. Danke. Rette das Küken. Okay. Echt schnell muss ich jetzt zum Küken. Sonst ist das Küken am La 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 la. Bumm. Ich volle nicht reingerannt. Ich habe die Skulptur gar nicht gesehen. Weil es die nicht gab. Wurde angezeigt, dass eine da war. Und ich bin genau dahin gelaufen, aber sie war nicht da. Ja, weil es sie nicht gab. Wieso gab es sie nicht? Es gab sie, aber es gab sie nicht. Hä? Soll ich dir den Unterschied verraten? Nein, danke. Du hast kein Euro benutzt. Euro benutzen und du bekommst die Skulptur. 1 Euro gleich
ein goldener Rubin. Ein goldener Rubin ist 300 normale Rubine wert. Mhm. Und ich hatte die schon sehr oft. Ich kann dir davon sogar ein Bild zeigen. Geh du dahin, wo die schweren Monster gespawnt wurden. Ich benutze meine Mama Monkey. Übrigens, manche Monster heißen sogar Magi. Und ja, der Magi, den wir manchmal ja mal gegessen haben. Willst du meine? Schön nur mit einer einzigen Armbrustkombi gegrillt. La 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 lo lo. Töte da den Hauptmann. Ach. Ich komme auch schon mal und muss vielleicht den Hauptmann killen. Du rennst einfach an ihm vorbei. Ich hab doch gerade einen Hauptmann gekillt. Vorpostenhauptmann. So, will mal jemand sehen, wie die Blumen funktionieren, was schon gezeigt wurde? Das Horrorkind ist hier! Es ist hinter dir! Was? Achtung, er ist mächtig! Wo ist er denn jetzt? Über mir. Da. Das Horrorkind, das Ding mit den... Boah, Woogie Woogie! Es ist abgehauen. Das ist ein Nachtschwärmer, den man hier meint. Geh zu der Quelle der Göttin, wenn du Bock hast. Kaffee-Killer-Murzke. Murzke. Ich will... ein Tritt in die Armbrüste. So, hab Nachtschwärmer gegrillt. Gegrillt. Jetzt muss ich hier nur noch tausende von Skeletten in unserem Hauptquartier killen. Gekillt. Ah, es sind zu viele. Ich brauche die Spezial. Warum sind hier so viele im Hauptquartier? Sie spawnen sogar immer im Hauptquartier neu. Du musst jemand, der sie neu spawnt, sein. Ah, es sind andere Nachtschwärmer. Nachtschwärmer, die keine Questpunkte geben. Übrigens, das Horrorkit wird später echt mächtig. So mächtig, der macht immer die wohl stärkste Attacke des Horrorkits. Er macht tausende von Angriffe und jeder macht so viel Schaden, du hast ungefähr zwei Herzen weg. Ah, das eine. Andere Spezialattacke. Du kommst Schaden. Hey, hier ist das Goldhuhn. Hey, Gold. Hab ich gerade echt eine Bombe geschmissen. Ein Bombe. Toll, er hatte wieder den Pro-Woogie-Woogie-Angriff. Das gut. Der Futterplatz. Ich hole neues Goldhuhn. Ja. Mach du das Horror-Kids-Platz. Wo ist er denn? Ach, da unten. Wenn du Verstärkung brauchst, hole ich natürlich Verstärkung. Vom Goldschuh.
Ich habe schon meinen eigenen Soundtrack irgendwie durch diesen Soundtrack gemacht. Was mit einem anderen Lied gemixt ist. Da. Das ist Magus. Ein Magus. Töte Magus und Horrorkill. Ich arbeite daran. Magus ist hin. So. Okay, wir haben gewonnen. Ja, ein bisschen hier kannst du noch einschütten. Wir haben gewonnen. Ja, vielleicht schaffen wir noch ein Level, wobei es jetzt zeitlich knapp wird. Also ich glaube ein ganzes Level, wobei wir haben für dieses jetzt auch nur eine Viertelstunde gebraucht, also es könnte klappen. Extra schon. Schnell, 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 schnell. Gut, wir beide haben unsere Quests geschafft. Hey. Hey, du kannst uns noch angreifen. Also erlebt noch. Das heißt... Jetzt könnten mich eigentlich die Feinde angreifen. Guck mal auf mein Bild. Ja, sie tun nichts. Seid ihr dumm? Uns in Ganons Rache. Bam, 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 K.O. Übrigens, Ganons Rache zeige ich euch auch mal. Hey, wenn jemand einen Ring hat, dann benutzt den, dann geh in den Ring rein. Weil das ist meistens dann helfen. Ich bin da. Zu spät. Oh! Hm? Was tust du da? Achso, ihr schlabbert? Ja, ja. Und zwar, wir sind fast auf dem gleichen Bild, nur du siehst mich nicht, als ob ich unsichtbar wäre. Warte. Da bist du ja, bumm. Moin, 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 moin. Moin. Oh, ein Dings. Das sind ja auch immer nur ungefähr sind die Zeit. Was meinst du? Das war jetzt, wenn nur eine machen kann. Ja, aber einen machen wir auf jeden Fall noch. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ist das eine Marionette mit einer Maske. Und diese Maske hat einen Mond auf einem Planeten getan. Dass in 3 Tagen der Mond aufs Land fällt und dann das Gute ist, der oder die Heldin, ich glaube der wegen Link, ich weiß nicht, ob da Linkle rauskam, da musste der Held oder die Heldin konnte die Zeit zurückdrehen und hatte dann nur mal genügend Zeit. Und irgendwann hat er es geschafft. Und das Land wurde gerettet. Nur das war nicht Hyrule, das hatte irgendeinen anderen Namen. Einen Namen weiß ich, ist aber ein anderes Spiel und zwar Kokolins. Hat keinen Rind. Ja, nee, ist klar. Nein, echt, die haben keine Rinder. Das könnten wir nicht schaffen. Ja, oh. Nein. Einfach. Das machen wir aber trotzdem. Steht, das schaffen wir nicht. Ja, aber. Denk an mich. Stimmt. Vielleicht. So, Lara, ein paar Boxen und ein paar Wände beschwören. Das ist besser. Ich weiß ja, wie du drauf bist. The leader of the resistance in Faerun Woods was a young sorceress named Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monster. Whoopsie! Ha ha! Ja, komm.
Kanäle schlucht. Achtung, es ist fast echt genau. Eins und... Warte, eins und Wand! Und Sprung gegen die Wand und Blitz! Na, ich nehme mal weg, kann man die erste. Ein, zwei. Den ersten Platz, ja. Ein, zwei. Blitze. Ein, zwei, drei. Noch mehr Blitze. Ein, zwei Blitze. Ein, zwei Blitze. Ein, zwei. Oh, ich bringe mit deiner Blitze. Und Blitz bringt sich dich auch gleich machen. Ey, darf ich hier mal kurz eine Wand machen? Und schön hier eine Wand hingepflastert. Und Blitz. Oh, wo ist die Wand schön? Hier. Und Wändchen. So, wer ist der Arena erobert? Ich gehe weiter zum nächsten. Ich liebe Wände. Oh, wo ist die hin? Ich hab doch eine Wand gebaut. Die Wand ist kaputt. Machst du die linke? Ich mach die hier. Strahlzyklop, wie killt man die nochmal? Pfeil rein, ne? Ja. Ja, genau, Pfeil. Nö. 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 Ich mach keinen Schaden. Bam, bam. Geht nicht, okay? Vielleicht, wenn ich nach oben anfange. Sehr harte Hinweis gesehen. Das heißt nur, du musst sie mit anderen Waffen killen. Mit normalen Angreifen kommst du nicht weit. Das habe ich schon tausendmal durchgelesen. Und bam! Und bam! Von oben angreifen hat es mal gebracht. Ja! Er hat Schaden! Leute, er hat Schaden! Bam! Hier! Schöne Wand entpflastern. Aua! Aua! Ah, da ist ein Muskelkratz. Die sind genauso wie die Skelette, nur anders. Das beste Wort ever! Fand auch nicht zu unserem Hauptquartier, okay, weil wissen wir. Stopp den Vorstoß der Sturmtruppen. Wann kommen die Stoßtruppen? Wand. Blitze. Oh, ich schicke es ja da. Dann! Und zerpflastern! Und Sprung auf dich drauf! Sprung auf! Aua! Sprung! Sprüngi! Bam, bam, bam! Noch mehr Blitzis! Und auf den Boden! Geschrockt! Noch nicht. Jetzt habe ich sie. Und das kann ich schon mal sagen, das ist ein geiles Stäbchen. Damit beherrsche ich nämlich die Wassermagie. Ich schieße ganz hier Blitz und Wasser. Dann beherrsche ich die Wassermagie und die Pflanzenmagie. Weil Stab besteht nur 100% aus Stock. Was mache ich damit? Angreifen. Fokus noch, Mann. Bam. Wand hinpflastern. Crazy ist nach hinten. Er ist nach hinten. Lol. Wand hinpflastern. Sprung. Mr. Sprung hin. Bam. Ey, da hinten ist ein Item. Oh nein, da sind die Dinger. Mein Gott, was ist denn da jetzt los im Handy? Nano. Bitte, ich helfe dir. Hi! Komm, Chaos, lol. Du hast die Festung.
Sprüngi! Ich hab so einen Strahlenzyklop innerhalb von einer Sekunde zerlegt. Wie? Bomben. Bomben? Ja, einfach ein paar Bomben drauf, die platzen sofort, die Dinger. Danke! Das wusste ich noch nicht. Ja, ich hab mir gedacht, ich probier's jetzt einfach mal aus. Wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Okay, dann mal... Toll. Jetzt habe ich den Spieler gewechselt. Theoretisch kannst du jetzt auch noch anders spielen, aber brauchst du ja nicht. So, wo ist ein Strahlzyklop? Ich glaube nämlich, die geben irgendwas. Da ist ein Strahl. Da ist ein Strahlzyklop. Jo, danke. Mann. Ein paar geile Rubine. So. Geh entweder du gehst in die Front oder du machst den Tor. Oder du machst den Spezialisten. Denn der macht nämlich die Brücke richtig. Und der Spezialist, der rückt nicht richtig vor. Da muss er nach jedem Schritt einen Schritt nach hinten gehen, um Feinde zu besiegen. Ah, besiege die Truppen, die den Spezialisten killen. Ja, ich arbeite. Spezialist. Lol! Der rückt nicht mal vor. Ah ja, jetzt mach das. Wir rücken weiter vor. Ich hab den Nebelospray gerade besiegt. Wer war der gelbe Werber? Ich muss mal einen kurzen Marschbefehl geben. Du warst Lila, okay? Wir wussten gerade. So. Killt er die nämlich? Ich hab hier noch Feinde. Oh, danke, du bist noch da. So, wir sind viel zu schnell. Feinde kommen, aber nicht schnell genug. Sollte die den Hau quasi an den Kragen wollen. Vorne ist jemand. Was? Misty, ich bin gleich da. Oh, danke, danke, danke. Sie sind da. Willkommen im Krieg. Wand. Ah. Wand. Yes, ich rück mit ihm weiter vor. Sollte die in so einem Hauptquartier wollen. Die anderen sind jetzt egal. Da, hier und hier. Yes. Ich mach den Kampf. Noch was allen hier fragen werde. Weil es nämlich um das Spiel geht. Und nein, ich frage nicht, wie sie es finden. Können sie aber trotzdem beantworten. Ui, eine Kiste! Ja, alles oben. Der Magus-Veterane. Ja, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Die einen mächtigen Einheiten nach der anderen beschwören können. Ach so, wir beschwören nur schneller. Die süßen Echsen kommen, Delirius und Exhal. Okay, töte Delirius und Exhal, wenn du mit deiner jetzigen Quest fertig bist. Da bin ich in der Ruhe. Okay, Dendirios ist der Ältere und Exhal ist der... Dendirios ist stärker und Exhal ist schneller. Ich glaube, so war die Reihenfolge. Ich weiß nämlich nicht, was der Unterschied ist. Ah, und ich kann jetzt ein paar Befehle geben.
Ach, jetzt werden sie schon markiert. Okay, gut. Müssen sie ja jeden Augenblick uns hier kommen. I kill you! Da sind sie ja. Ja, das ist ein Hauptmann. Ja. Bam! Hexal, ich wähle dich. Mein Kingmon! Okay, dann. Wenn du zu wenig hast, dann trink deinen Trank. Ich habe ihn noch nie benutzt. Ich glaube, nach Kämpfen wird er wieder aufgefüllt oder man muss ihn selber nochmal neu machen. Ah, es gibt hier schon den Festungskommandant. Brauchst du Hilfe? Die sehen echt stark aus. Soll ich dir helfen oder nicht? Ich bin ein Magus-Veterane. Ich kann dir jetzt eigentlich auch gut mehr helfen. Wassertürzgefahr. Ach so, das. Lol. Aua. Nee. Nicht mich killen. Okay, mal sehen, ob es in den News steht. Nein. Ich sag's dir jetzt einfach, Lana hat den Magus-Veteranen besiegt. So, die Hexen sind weg. Gut. Mach jetzt den Job, den du willst. Bestfestung, ne? Ja, beschütze die Festungen. So, jetzt hast du mich nämlich auf die Idee gebracht, dir das zu sagen. Hey, du hast einen Kommandanten. Das ist ein Strahlenzyklop, ich kill den Strahlenzyklop. Oh, nicht die Stelle. Guck mal alle auf die Karte. Zu. Ich bin eingesperrt. Ich muss jetzt erstmal in den Westruinenraum killen. Dann darf ich hier wieder raus. So, die Westfestung wird jetzt wieder raus. Aber dieses Ding macht auch irgendwie Spaß. Du wirst gezwungen, diese Festung zu übernehmen. Das gibt uns sogar was. Aber erstmal gleich. Erstmal hier den Freddy. Ah, ich kenne den Boss von hier. Ich weiß jetzt wieder, wer das ist. Ja. Ja, es ist schon 8, ja, aber wir können es noch schaffen. Jetzt bekommen wir ein neues Item namens Bumerang. Damit können wir nämlich den Boss besiegen. Und der Boss heißt zufällig Mandala. Und das hört sich echt lustig an, Mandala. Mandala, ja genau, der heißt Mandala. Mandala ist normalerweise ein Entspannungszeichen. Also. Ja, ein Mandala. Ah, da ist sie. Hey! Die kommen aus den Schatten von Twilight Princess. Hey, ich bin doch nicht Link. Ich bin Lana, nicht Link. Nächstes Tree Force. Jetzt hat Link und schickt nicht mal das Tree Force. Hey, die haben grüne Augen. Was für eine Kreatur. Ah, jetzt wird er gespawnt. Mandala! Ach übrigens, Mandala ist aus dem ersten Zelda. Das ist so. Die riesige Piranha-Pflanze. Keine Ahnung, was Mandala. Giftiger Tentakelbaum. Den kann man, wenn er grün ist, dann kann man ihn erst killen. Wenn er grüne Dinger hat, musst du einen Bumerang nach ihm schmeißen und dann kannst du ihn killen. Ah, da sind Sachen.
keine Angst. Ich bin schon auf dem Weg. Mandala ist doch stark. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass er unser Hauptquartier angreift. Von der Mitte aus. So, spring einfach mal runter. Da ist Mandala. Bitte, friss mal einen Boomerang. Dann. Kein Schaden, hä? Das ist nur Magie. Spür meine Magie. Sonic Boom ist eine gute Serie gewesen. Die habe ich mal geguckt. Gab nur wenig Staffeln auf Netflix und nicht alle Staffeln. Weil nämlich... Weil nämlich ein Boss kam, und zwar Shadow. Und der... ein Ding mit dem Mund Ende. Schneid. Wir kämpfen noch. Ja, ich sag doch gar nichts. Was ist das Mistviech denn hier? Rebecca ist gespawnt. Überall ist Mandala. Ah ne, Cassie ist gespawnt. Doch. Gar nicht da. Ach so. Du hast nichts. Gar nichts gesehen. Genau. Tschüss. Du bist beim selben Tentakel. Mandala 1 gekillt. Wo bin ich denn jetzt da? Geh du auf die andere Seite. Geh du auf die, bin schon unterwegs. Ostliche Seite. Das muss dann. Genau. Moment, du bist doch. Er schießt wieder! Außer auf mich! Hier ist mein Spitzel. Ein Mandala-Tentakel ist K.O. So, ich gehe jetzt in die Mitte und dann drehe. Und dann gehe ich von unten nach oben. Ungefähr. Ich habe auch noch einen. Das nächste kümmere ich mich jetzt auch. Und ich? Auch. Du bist schneller. Nö. Wir beide sind gleich schnell. Lol, ein Schlag. Ja. Ich habe echt da drauf geschlagen. So punch. Jetzt kommt er. Da, wo wir sind. Das würde ja bedeuten. Ist so, tut mir leid. Achtung! Er hat sich entwurzelt. Godzilla. Ich frag mich, ob wir gut alles hier machen. Nicht getroffen. Jetzt getroffen. Lol, doppelt so schnell. Bullshit. Er hat dich entwurzelt. Ich schritte vor. Au. Okay, du darfst nicht gegen ihn mit Volldampf rennen. Weil dann passiert das. Gift. Diesen Schaden kann man hier... Aua. Gut, dass man ausweichen kann. Diesen Schaden kann man... Aua. Mein Gott, warum immer Gift? Du wartest? Bam. Nächstes Gift. Übrigens, die Samen kann man auch abloggen. Du bist gefallen. Warum darfst du immer und ich nicht? Weil ich so schön bin, so schlau. Ja. Siege Mandala geschafft. Und jetzt drehe ich mich so schnell, wie ich kann. Relax. Gut. Lol, die Quest war eigentlich auch in die Ruinenspitze. Ja. Nicht gemacht, keine Punkte dafür. Oh. Schließen wir das jetzt?
Da kommen sonst mehr Monster raus. Aber wir dürfen nicht. Achso, wir bekommen das Trikot wieder. Oder auch nicht. Woher sie ein Stück des Triforce hat, gibt's im nächsten Part. Ja, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Keine Ahnung, wann das sein wird. Echt. Schön, vielleicht nächste Woche Samstag. Hey, der hat gerade gemacht und das macht nur Ganondorf. Geschossen hast du gesagt. Du hast geschossen gesagt. Mach die Horn auf, wenn du schnüffelst. Mach die Horn auf, wenn. Voller Francis. Ja, es verschiebt sich also alles um 10 Minuten nach hinten im Moment, aber so ist das nochmal mit ungefähr Sendeplänen. Alles kein Problem. Die werden auch nicht schöner, die Dinge. Da, Stahlmeister! Das Ding mit den 4 Armen. Und ein Fragment. Das letzte Fragment werden wir auch mal. Werden sie wahrscheinlich auch mal aufsiedeln. Und das werden sie auch, falls der Masterschwert ist. Und ihr weißt, will Link natürlich das Masterschwert haben. Und übrigens, Ganondorf ist der Feind von C. Ja. Ja. Zack. Jetzt muss ich nur noch irgendwie absprechen. Ja. Da, der Dolko-Stab, der ist geil. So, du wolltest dir noch was sagen? Zum letzten. Stimmt, ich hab eine Frage an euch. Warte. Es gibt jetzt 3 Wege. Ocarina of Time, Twilight Princess oder Skyward Sword. Was machen wir als erstes? Was zu zweites und was zu guter Letzt? Schreibt das in die Kommentare. Oder ins Forum. Mein Vater wird es wahrscheinlich mir dann sagen. Ja. Und dann erstmal sage ich von meiner Seite Tschüss. Jetzt wird Papa weitermachen. Bye! Kurze Pause. Bis gleich. Aus.